Guck, morgen Jungs und andere russische Kriegsgefangene, die nur eine Chance haben, rauszukommen. Heute folter ich mich mit 5M und lasse unrasierte, fette Männer ihren Gotteskomplex in der P an mir ausleben. Mir gefällt's ein wenig. Ansonsten für den Support gerne ein Like und ein Abo da lassen und mal wieder Meep Kevin ist genial kommentieren. Warum springst du da nicht einfach aus dem 10. Stock? Gurke. 5M, Jungs, 5M. Wir haben natürlich jetzt nicht gerade im Primetime, sag ich mal, 5 Uhr, da kommen gerade die meisten Rentner erst von der Arbeit eventuell. Deswegen mach ich's mir einfach einfach. Gehen wir rein! Halt die Fresse! Das war mit Abstand die spannendsten 10 Minuten, die wir beide jemals haben werden, Kollege. Also warum nutzen wir sie nicht sinnvoll, ja? Ich gebe dir jetzt verschnellerte 10 Minuten Zeit, was sie circa zu 1 Minute oder sowas machen, wie ich hier einfach da setze. Und wenn du in dieser Zeit noch nicht abonniert hast... Dann finde ich dich, Kollege. Dann finde ich dich. Ich bin ein kleiner Kanal, ich brauche das, Digi. Ich finde dich, ja? Like und abonniere. Diese Karre, ne? Wie teuer wäre die ungefähr, wenn man die bezahlen würde? Ey, Medic, ich habe auch eine Frage. Ja. Diese Karre, ja? Wie teuer wäre die, wenn man die kaufen wollen würde? Weiß ich nicht. Ah, okay. Trotzdem, Dankeschön, der Herr. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Haben Sie Geld bekommen? Nee. Zu schade, ich habe keins. Dankeschön. Aus dem Weg, Fettsack. Was hast du gesagt, Fettsack? Ich verstehe dich leider gar nicht. Schlechte Verbindung, weißt du, mein Handy hat kein Netz hier. Ich habe ihn ohne Kontext Fettsack genannt und er hat es persönlich genommen und wollte RP draus machen. Da macht man mal einen Joker. Da beleidigt man sich einmal und dann geht man weiter so in Frieden. Weißt du, das ist meine Einschätzung davon. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, könnt ihr mal eine kommentieren oder so. Ja, die haben zu hier. Entschuldigung, ich hätte noch eine Frage, wissen Sie? Ja, sagen Sie mal. Vollidiot, Digga. Sei mal lieber leise, Bro. Wenn du aus der Greenzone läufst, Bro, dann würde ich schneller laufen. Das will Justin Bieber in alt von mir. Ja, Justin Bieber. Halt's Maul, Digga. Halt dein Maul. Was will der von mir? What the fuck? Ich kenne den nicht. Ich wollte eigentlich nur fragen, warum sie eigentlich die Türen hier zuhalten. Damit nicht solche Leute wie du da reinlaufen. Ach so, ist das kein Krankenhaus? Doch, doch. Ist es nicht für verletzte Leute? Sind sie verletzt, dann kann ich sie gerne behandeln. Ja, allerdings ist das trotzdem so meine Frage mal im Allgemeinen. Ihr könnt da ja trotzdem nichts drin machen. Entschuldigung, das ist ein Krankenhaus. Ja, also wo gibt's bessere Versorgung als dort drinnen, ja? Kleiner Peach. Nur weil du es dir selber nicht mehr besorgen kannst, du. Ich weiß nicht, was mit dem Rentner da nicht stimmt. Okay, ja gut, das war eigentlich nur meine Frage, ne? Wenn Nummer austauschen und ein schön romantisches Herz hier schreiben hier. Ciao. Ich hatte nur eine Frage. Oder stell deine Frage. Komm, mal zu. Warte, kann ich mit dir? Danke. Hast du ein Auto? Oder hier, nimm dieses Auto. Das weiß ich hier, Cousin. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Ich will alte, verschrumpelte Männer sehen. Neben Justin Bieber. Pinker Wagen? Roter Wagen? Auf dem Auto? Auf dem Kopf? Komm schon. Wenn du auf bist, dann bist du mein goldener Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Ja gut, dann bist du halt einfach nur mein Freund und ich fahre dich überall hin. Oh, scheiße, hier liegt ja ein Toter. Ich brauche einen Arzt. Sir, sind Sie Arzt? Nein, ich bin kein Arzt. Ich weiß nicht, der lag da einfach plötzlich. Ich nehme ihn mit. Nein, ey, Sir, nein. Ich habe genug Verbrechen beobachtet, um zu wissen, was Menschen mit Leichen machen. Das ist kein Verbrechen. Ich bringe ihn zum Medic. Ja, sorry, es gibt Menschen, die halt gerne sich an Leichen vergehen. Sie sehen halt schon aus wie jemand, der sich an Leichen vergeht. Also so ein kalter Arsch, da würde ihnen schon passen, ne? Du bist ja so schnell. Ich kann den ja nie im Leben einholen, sondern der macht ja noch richtig Vorsprung. What the fuck? Dann nehme ich den Pedowagen. Aus dem Weg, Timmy. Ah, schade. Hast du ein zweites Auto? Ja klar, komm mit, warte. Siehst du das hier, Timmy? Das ist meine Karre, ja? Und diese rote, die wollte ich eigentlich haben. Und deswegen, wenn du mir irgendwie hilfst, dann hast du auch eine Karre. Hau die doch einfach rum. Ja, soll ich dir was zeigen? Digga, das ist ein Frisbee oder keine Ahnung, so ein Hockey-Ding. Sir, können Sie bitte einmal diesen Wagen umdrehen? Wie? Im Heli mal kurz gegen. Hat sich auch einmal dagegen den, da macht er 180 Grad, wenn du Fettsack, ey. Wie, Digga? Frag dir einfach wie. Rüdiger, nicht so tief, Rüdiger. Gringo ist sauer. Du machst das. Ja! Nein, was hast du getan? Nein! Oh nein! Autosex. Wenn du mit Volltempo von da hier reinknallst in die Wand mit dem. Okay, warte, ich mach. Yalla, Bilo! Ich bin zu weak. Es brennt! Nix brennt! Warte, was brennt? Das Auto brennt! Lass mich weg hier! Das brennt! Geht weg! Well, ich glaube, ich bin weiter. Shibe Shadow wurde inhaftiert. Wow. Oh! Upgrade, people, upgrade! Warte, lass den fesseln, den mal. Ey, Jungs, seid ihr überhaupt Polizisten? Ich bin kein Polizisten. Ja, warum wollt ihr den da fesseln? Ja, weil du uns abgeknallt hast. Achso, und jetzt wollt ihr Fesselspielchen machen und ihn belohnen dafür, oder was? Aber geh mal bitte weg, Digga. Ich fessel nicht die Leute, die mich eigentlich nicht mögen, und dann am Ende mit ihnen komische Sexspielchen zu machen. Okay. Ich weiß nicht, der eine tut gefühlt seine Locken um den Schwanz wedeln, ja? Mal deine Hände hoch. Ah, lass ihn abhauen, lass ihn abhauen, lass ihn. Ey, warum? Ah, der hat mir meine Reifen zerschossen! Okay, das war's. It's treason. Das waren teure Reifen! Oh, ein Opfer, Mann. Jungs, der hat doch gar nichts gemacht. Mach frei, Mann. Mach deine Hände hoch. Okay. Ah, Hände sind oben! Spaß sind sie nicht. Scheiße. Ja, gut. Ich hab ein bisschen zu viel probiert. Shit happens. Ich hab mir unter die Achseln geschnitten. Primo City? War ich da auch gebannt? Bin ich irgendwie der Einzige, den das auch optisch ein bisschen an Capital Bra erinnert?
18 Leute vom LSMD sind online. 18! Wenn keiner kommt, um mich zu holen, dann werde ich aber ganz schön fuchsig. Ich dachte schon, ich habe kein Internet mehr. Tja, vielleicht können wir eine gute Transition machen zu deiner Aufnahme, wenn das Internet wieder geht. Geben Sie mir eine Sekunde, ja. Henry! Back with another. Ja, das ist einfach nur eine Fortsetzung. Vielleicht ist die Kamera jetzt ein bisschen anders. Sieht mich gefühlt mehr von der Seite, weißt du. Seitenprofil. Warum bin ich jetzt auf Supremo wieder? Nein. Das Schlimme ist, der hätte mich nochmal diese 20 Minuten warten lassen. Ich hab die schon jetzt fest. Ich hab mal Bock auf Storytime, let's go. I got feeling that tonight's gonna be a rough night. Oh, heilen Sie mich! Oh, hell no! Ah, und jetzt ist sie gegangen. Schön. Woman! Yeah! Ich habe nur noch 4 Minuten und die Frau braucht ewig. Ich will nicht lügen, aber ich habe die Form eines Ls. Hat die mich jetzt einfach dahin gesetzt? Come on, da. Also langsam gehe ich aber wirklich auf die Barrikaden. Die hat keine Reifen! Bro, das Auto ist doch frisch ausgeparkt. Wie kannst du jetzt schon wieder keine Reifen haben? Frauen machen das Unmögliche immer möglich. Übrigens hat diese Frau noch irgendwie, keine Ahnung, ein Gewissen für ihre Mitmenschen, weißt du? Auf, warten Sie. Leg mich wieder. Oder mach irgendwas. Warum? Nein, der hat mich einfach hier drin liegen lassen. Ah! Oh, haben Sie mich gerade angehustet? Nein. Okay, gut. Wenn dann Maske tragen, ja. Es ist, ich möchte nicht angesteckt werden. Oh, ich kann jetzt nicht richtig aufstehen. Könnten Sie mir eventuell helfen? Strengen Sie Ihre Beine an. Oh, ich fühle meine Beine wie der Doktor. Sie sind ein Held. Kennen Sie diese eine Serie, The Good Doctor? Nein. I am a surgeon, Dr. Hahn. Dankeschön, ne? Öffne Straße oder was? Jungs, was geht denn hier? Ich war nur. Hilfe! Ich glaube, du bist gerade ausgeraubt, Kollege. Ja, er wurde frech. Ich habe gesagt, geht einfach weg. Die wollen nicht weggehen. Aber warum seid ihr barfuß? Sie wissen schon, dass die Gefahr, auf eine Biene zu treten, 1 zu 1000 ist. Hier haben wir auch nur einen Helikopter. Du musst mir jetzt nicht in die Seite flüstern. Ich habe keine Ahnung, was du laberst. Guck mal, das ist auch frech. Warum? Weil er mich anflüstert oder was? Warte, darf ich dann auch mal durchsuchen. Eventuell kriege ich auch ein bisschen was raus, weißt du? Kollege, geh mal weiter weg. Ich will gerade eben ganz kurz schauen, was er hat. Ja, alles gut. Lass mich ganz kurz schauen. Geh du doch mal weg. Kollege, Hände hoch, das Wow. Ich habe absolut gar nichts. Ich kann sie schon mal versichern. Digga, der schiebt gerade einen Gotteskomplex. Oder die Wand. Warte, Weiß-Shirt. Ja. Wir sind 2 gegen 1. Ah, ich sag noch einmal, Hände hoch, das knallt. Ja, aber ich würde niemals im Leben sowas machen. Alles gut, aber wir sind 2 gegen 1. Ich wollte nur Fakten deuten. Ah, ja, du machst die Weißschirt. Du kriegst ihn. Ich bin weg hier, Audios. Moin, Jungs. Der verliert gerade dein 1v1. Ey, stehen bleiben oder das knallt. Oh, Mann, Kollege. Was soll die Scheiße? Ich habe eine Chance gesehen und sie genutzt. Ja, komm, seh, dass ich nichts habe, Sir. Auch wenn du nichts hast. Ich durchsuch dich einmal. Ja, du wirst jetzt erstmal schwer mitkommen. Und was machen wir während der langen Fahrt? Speedwalking, das, was ich gerade eben mache in ihrer Hand. Wirst du gleich sehen. Also, wissen Sie, ich bin auch ein großer Fan des Powerwalkens, aber ich finde persönlich Joggen besser, wissen Sie? Jungs, ich bin nicht so auf romantische Stimmung. Wir gehen in den Heli rein, wir bringen den kurz. Ich bin nicht in romantischer Stimmung, bitte kein Date. Ja, let's go, Jungs. Ich glaube, wir haben nicht genug Platz. Oh, doch, er trägt den einfach. Jetzt Flüge buchen bei flüge.de. Finde den billigsten Flug. Ich habe bei flüge.de deine Mutter gesehen, bin draufgeflogen, Digi. Guck mal, der Typ muss seine Intimrasur einfach an seinen Kopf durchführen, Digga. Das ist ja ekelhaft. Guck mal, wie du aussiehst, Digga. Wie ein Klon von einem Klon von einem Klon, Digi. Strack dich einmal. Ich bin sowieso nicht so viel wert. Also, wenn ihr mich auf dem Schwarzmarkt anbietet, ich schwör bei Gott, ihr kriegt da nichts raus. Hey, ich will nicht schwimmen. Springst du einmal runter. Einfach ins Wasser, sagst du? Ja, genau, einfach ins Wasser springen. Spring ins Wasser. Spring du doch ins Wasser, Digi! Was denn, wenn du mit Scheiße springst? Was für ein scheiß Power-App will der machen? Kann mich mal sowas von kreuzweise mit seinem Dreck. Well, probieren wir mal einen kleinen Server. 23 Leute, Digi. Das ist ja fast gar nichts. Du bist nicht gewitelistet. Warte mal. Hier steht keine Whitelist, ja? Ganz eindeutig, ganz normal. Aber wenn ich dann joinen möchte, du bist nicht gewitelistet. Bist du joinen unserem Discord-Server, Bro? Warum schreiben die Leute eigentlich das? Denken die, das ist dann attraktiver, wenn die Leute dann sehen, ich will joinen? Und dann merken sie, oh, der hat ja doch Whitelist? Ich verstehe manche Menschen nicht. Das erweckt alte Erinnerungen, aber ich mag solche Lieder eigentlich für gewöhnlich. Aber der ist alt. Aber das Intro sieht wenigstens cool aus. Das sieht richtig gut animiert eigentlich aus. Zumindest das V. Und natürlich der Hintergrund, auf darauf achten wir nicht. Schaut euch die Drecksblitze an, Digga. Das ruckelt. Henry Gurkenmann. Moin, guten Tag. Was sagen Sie zu meinem Afro? Würden Sie mich Alex der Löwe nennen? Ich werde Sie schlagen, wenn Sie nicht mit mir reden. Letzte Warnung, sonst leiden Sie auch noch an Karierschuh. Ich hab Sie gewarnt. Wir hätten meine Warnung ernst nehmen sollen. Ich trage Sandalen. Sie wissen nicht, wozu ich in der Lage wäre. Hey, Kollege, lass mal runter, ja? Hä? Ah, bist du endlich da? Hallo? Hat er ewig gebraucht, bis du... Hey, just working. Working hard so I can please you. Ah, oh, du bist das. Sonst bann ich dich gleich. Jetzt bleib mal ganz locker. Ey, der hat nicht geredet, okay? Dafür kann ich nichts. Ey, zieh dich mal bitte um, ja? Mach dir mal bitte vernünftige Haare. Digga, du weißt schon, dass jede Haare, die fast da hier möglich sind, vernünftig sind. Dazu gehört zählen auch diese. Also vernünftige Haare sagst du, dass sie durch den Kapuze gehen, so. Das ist okay, ja, das kann passieren. Ja, änder bitte deine Haare. Ja, okay, mach ich. Schwannilecker, sag ich. Okay, komm, ich trag dich zurück. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit dem Flugzeug, ja? Ey, nur weil ich den Schwannilecker genannt habe. Boah, hast du ein dünnes Fell, Digga, bist du scheiße, Digga, schlechtes Admin, Hilfe! Scheiße, massives
Digga, der Typ hat ja noch nicht mal massives Trollen erlebt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin euer Henry Gurke und ich bin romantisch gesinnt zu jedem Männlichen von euch. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Box. Ja, ich weiß nicht, was ich heute wieder mach. Bitte schreib mir.